Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Tomb Raider. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Ja. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hol sie wieder raus. Ausweichkonter. Ich nehme jetzt an etwas anderes. Gewichtsheber. Okay. Nee, das ist Bullshit. Ich nehme das. So, okay. Ach, ich könnte eventuell sogar noch was aufpimpen, sehe ich gerade. 600. Das läuft ja bei uns, richtig. Gut. So, was nehmen wir denn hier? Volle Drossel fügt der alte im Vollmodus hinzu mit... nee, das nicht. Ja. Das nehmen wir. Und das nehmen wir auf jeden Fall. Ansonsten kann ich jetzt nichts mehr aufpimpen. Das war's. Okay. Dann mal los, Lara. Also eben waren doch auf der Brücke sehr, sehr viel... Ach so, da ist die Brücke. Und hüpf! Okay. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Ja, super. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Freue ich mich ja schon drauf. Unter der Brücke. Gibt's hier was zu holen? Nein. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg unter die Brücke. Hops! Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Okay. Aua. Was zum Teufel ist da unten los? Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Oni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Was zum Teufel? Oh! So sieht's aus, Scharfschütze, mein... Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Wow! Oh, ich bin hier offen! Ich seh ihn nicht! Okay. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Kann ich mich jetzt bewegen? Jetzt los! Tschö! Warte, hab ihn fast. Oh, da sind ja zwei. Halt, warte, warte. Ich bin doch stehen geblieben, Mann. Ich kann hier nicht 10 Tage hängen. Lara, der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Oh, da ist noch einer. Pass auf! Ich brech dir das Genick. Ergib dich! Oh, oh. Nein! No! Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Okay. Huhu. Sie ist gestürzt. Ob sie tot ist? Weiß nicht. Ich seh sie. Eine Übergeistin. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Okay. Fuck you. Scheiße. Ja, sprengt doch einfach alles. Warum nicht den ganzen Palast direkt, ihr Penner? Blöde Affen, ne? Ich schwöre es euch. What? Okay, jetzt bin ich tot. Ich wusste nicht, wohin. Fuck you. Okay. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Ja, ich mach mich ja schon auf den Weg. Lass mich doch in Ruhe. Aua. What? Hallo? Boah, Junge, 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 Junge. Ey, was soll die Kacke? Die schießen einfach aus allen Lagen.
Lara, es sind zu viele. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo, Larissima, bewege dich doch. Okay. Hüpf darüber, ohne zu verrecken, Lara. Oh, scheiße. Okay, hier hätte ich hinspringen müssen, nicht einfach auf den Boden. Okay. Okay, ich gehe jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komme zurück. Aha. Versprochen. Boah, überall diese Knochen und der ganze Rest dort. Ja, hallo, Lara. Geh mal nach vorne, bitte. Aua. Ist hier sonst noch sowas? Ne. Okay. Hallo? Retten Sie die Gefangencrew der Endurance. Okay. Oh, hier ist was. Hab ich's mir doch gedacht. Was haben wir dort? Nothing. Okay, ich höre sie reden. Oder beten. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Ja, auf jeden Fall. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht! Boom! Zack! Fickt euch! Jetzt töte ich dich! Ich. Alter! Das ist für Vladimir! Genau! Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir! Genau, nehmt mir einfach alle Waffen weg, die ich mir so teuer aufgebaut habe, ihr Pisser! Frauen könnt ihr alle schlagen, ihr Schwuggelis. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Schön für dich. Back dir doch ein Eis. Bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! Nein, nein, nein! Oh nein! What? Es tut mir so leid! Sieh mich an! Sieh mich nur an, okay? What the fuck? Was ist das eigentlich hier für ein kranker Scheiß hier? Coolio. Und nun? Tschüss. Igitt. Ich sehe keine Leiche. Bah. Das sieht doch echt ekelhaft aus. Wir prüfen das.
steigen wir runter. Wir können die hier unten... Habe ich eigentlich alle meine Waffen? Ne, ich habe nur meinen Bogen. Super, und ohne Pfeile. Geil. Hier klafft ein Penner. Oh, da sind Pfeile. Okay. Ich glaube, das war nicht der richtige Weg, oder? Hä? Wie soll ich... Wo muss ich denn lang? Aha! Okay. Oh, no! Oh. Wow! Scheiße! Das war jetzt nicht meine Absicht. Oh, ich hab ein Lager. Moment. Komm da runter. Und da hinten haben wir Pfeile. Oh! Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Okay. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass die Scheiße labern. Finde ich super, dass es aber einer von seinem Lager mal ausgesprochen Wahnsinn. Hat. Wahnsinn. Er herrscht diesen Ort. Ja. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. So. Ausrüsten kann ich eh nix. Von daher scheiß doch drauf. Dann gehen wir mal weiter. Hoffen wir mal. Dass es zu keinen Komplikationen führt. Wartet, wartet! Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht zu viel zappen. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. What the fuck? Wo kommt er? Okay, ich wollte den einen retten, aber das hat anscheinend nicht geklappt. Vielleicht hätte ich einfach gar nichts machen müssen. Igitt. Das ist hier echt Igitt. Hallo? Okay. So. Oh, oh ja. Vielleicht. Was zum Teufel? Kann ich hier raus? No. Schnauze. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das finde ich jetzt ein bisschen uncool.
Hallo? Ich schwöre es euch, ich mache euch jetzt alle platt. Ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Wo ist der? Sie finden ihn nicht. Er versteckt sich. Er versteckt sich. What? Komm her. Und du auch. Wir sind alle ein bisschen schizo. Kommt mir zumindest so vor. Komm her! Zack! Zack! Bam, Junge! Fixer! Kann man da hoch? Ja. Oh, hier ist was. Okay, was haben wir da? Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Okay. Wo seid ihr? Ihr crazy Wichser. Halt die Schnauze. Lass mich nicht so zurück. Bitte. Mach. Hallo? Was haben wir hier? Mach es auf, Lara! Ah, okay. Moment, kann ich da lang? Nein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Die haben ja alle voll ein Rad ab, ey. Fleisch und Fleisch. Knochen um Knochen. Oh! Hallo! Nimm die Scheiße mal hier auf! Komm, mach es auf! Okay. So! Erledigt! Wir sollten es ja. Ein Wunder, dass noch nicht alles hochgegangen ist. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Was war das? Moment, ich sehe nach. Okay. Komm her! Wichser! Komm, du auch jetzt, ja? Ah, ich leg dich um. So. Das nehmen wir auch auf. Wo ist eigentlich die Blume hin? Hier war doch gerade. Ah, da. Blume, sag ich schon, Pflanze. Die nehmen wir jetzt auch mit. So. Hätten wir auch. Okay. Das läuft doch wie geschmiert. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Ach, nicht schon wieder. Ich sag den Sammlern ständig, wir brauchen einen neuen Generator. Ich mach schon. Hä, warum kann man das da nicht in die Luft jagen? Komm, bleib mit deinem Kopf mal stehen. Geht doch. Was ist das? Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest. Aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und
Er ist dein Vater. Du hast seine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Ha. Interessant. Kann ich hier was machen? Nein. Okay, Jim. Ich kletter mal hier ganz nach oben. Weil hier ist... Ja, hier ist ein Lager. Habe ich mir schon gedacht. Ich durchsuche erstmal hier erst noch alles. Und... Mal gucken, ein was wir hier haben. Für eine besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!